Die Arbeiten an den neuen Elementen auf dem Skaterplatz in der Parkanlage Hohe Gast in Schortens sind nahezu abgeschlossen. In den vergangenen Tagen hat das Team um Klaus Meyer von der Firma Funskate aus Passau eine sogenannte Mini-Pipe, eine Pyramide und eine Quarter-Pipe installiert. Zudem wurde ein weiteres Element, das schon auf dem alten Skaterplatz in der Nähe des Freibads gestanden hatte, auf dem neuen Platz aufgebaut. Der Platz in direkter Nähe zum Basketballplatz und nahe des Jugendtreffs wurde zusammen mit den Schortenser Skatern geplant und vor Ort abgestimmt. Mit kreativen Aktionen hatten die Skater rund 2.500 Euro für ihren neuen Platz gesammelt. Die Stadt Schortens hat bisher Mittel von 45.000 Euro zur Verfügung gestellt. Der neue Skaterplatz ist bereits befahrbar. Die Skater wollen den Platz Anfang September mit einem Contest zünftig einweihen.